Hallo, hier ist Harry Kist, Nachrichtenchef von Donau 3 FM und heute wieder mit einem interessanten Thema, denn der neue Wohnmarktbericht 2022 von Tenstedt Immobilien ist erschienen, ganz frisch auf dem Markt für die Region Ulm-Neu-Ulm und aber auch darüber hinaus. Und darüber reden wir jetzt mit Stefanie Gergele, sie ist Projektleiterin vom Tenstedt Wohnmarktbericht 2022. Ja, Frau Gergele, wir sind in bewegten Zeiten. Sie haben sich natürlich sehr viel mit dem Thema Immobilienmarkt hier beschäftigt. Ist Ihnen was aufgefallen? Hat es möglicherweise jetzt auch schon erste Auswirkungen dieser, sage ich mal, Damoklesschwerde, die über uns schweben, zum einen Corona und auch Ukraine eventuell? Was wir auf jeden Fall beobachten können, ist, dass der Markt nicht mehr so ansteigt wie in den vergangenen Jahren. Im letzten Jahr sind die Preise nicht mehr im zweistelligen Bereich gestiegen. Also ein deutlich moderater Anstieg, ja, aber nicht mehr in diesem Tempo, was in den vergangenen Jahren war. Das geht natürlich darauf zurück, dass wir mittlerweile ein sehr hohes Preisniveau in Ulm-Neum auch schon haben. Corona war natürlich sicherlich auch ein Thema. Corona hat damit reingespielt, die Leute waren im Homeoffice, mussten nicht mehr immer vor Ort sein in den Firmen und haben sich daher auch gerne mal ins Umland jetzt zurückgezogen, haben sich dort eine Immobilie genommen, wo auch einfach mehr Platz da war für ein Arbeitszimmer, für ein bisschen mehr Freiraum, Garten. Wer jetzt vorher in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt hat zu Corona-Zeiten und einmal in Quarantäne war, der hat gemerkt, fast wie ein Gefängnis. Und ich denke, das hat natürlich für den Umland in die Karten gespielt. So sind die Preise im Umland stärker angestiegen jetzt als in der Stadt. Das würde ich sagen, läuft mit Corona einher. Ukraine ist natürlich sehr aktuell. Da kann man noch nicht so viel dazu sagen. In den ersten zwei Wochen waren die Leute sehr verunsichert. Aber man muss auch sagen, wenn jetzt wir wieder ein Einfamilienhaus in der Stadt oder auch im Umland haben, die Nachfrage ist ungebrochen. Ich denke, wer mal zwei Jahre nach dem perfekten Haus sucht, lässt sich davon jetzt nicht verunsichern. Ja? Der hat jetzt das Haus gefunden und möchte es nach wie vor haben. Gehen wir mal ins Detail. Wie haben sich denn die Preise entwickelt jetzt gerade hier in Ulm? In Ulm sind gerade bei Häusern sind die Preise um 5,7% im Ulmer Stadtgebiet gestiegen und im Neu-Ulmer knapp drunter, ich glaube mit 4%, also relativ identisch. Bei den Wohnungen sieht es derzeit so aus, dass in Neu-Ulm die Preise stärker gestiegen sind mit 7,6%, in Ulm mit 5,9%. Aber auch das haben wir in den ganzen vergangenen Jahren schon gesehen, dass in Neu-Ulm einfach noch ein größerer Puffer da war. Deswegen sind die Preise immer ein bisschen stärker gestiegen als in Ulm, um auch wieder auf das gleiche Preisniveau zu kommen. Und bei den Häusern sehen wir das jetzt eben schon. Da ist Neu-Ulm angekommen. Und Sie schauen ja genau hin. Das heißt, Sie wissen auch genau, wo die teuersten Fleckchen sind. Wo sind Sie denn in Ulm und Neu-Ulm? Die Hotspots meinen Sie? Also die Hotspots sind nach wie vor in Ulm natürlich Stadtmitte. Alles, was entlang der Donau ist, hat nach wie vor einfach, ist teuer. Genauso Söflingen. Söflingen ist nach wie vor super beliebt, zusammen mit dem Eselsberg. Ich glaube, das ist jetzt überrascht keinen. Das sind so die Hotspots in Ulm. In Neu-Ulm dagegen, natürlich auch da Stadtmitte, ich glaube, die kann man immer außen vor lassen. Und dann das ganze Gebiet um Ludwigsfeld, Wiley, super Anbindung, modernes Wohnen und auch Pfuhl. Pfuhl ist nach wie vor sehr, sehr beliebt bei gerade Familien. Es ist super schnell zentral, man ist gleich mit dem Fahrrad auch in der Stadt. Ich denke, das kann man als die Hotspots ausmachen. Im Umland dagegen ist es Weißenhorn. Weißenhorn hat auch schon Quadratmeterpreise im Einfamilienhaus über 4.000 Euro. So der Hotspot im Umland, Weißenhorn. Weißenhorn, okay. Und wo lebt es auch im Umland noch relativ günstig? Da könnte man zum Beispiel Blaubeuren vorschlagen. Wer ein bisschen weiter draußen wohnen möchte, kann man in Blaubeuren relativ preiswert wohnen. Oder auch in der Region Illertissen, Föhringen. Das wäre jetzt so ein bisschen auf der Neu-Ulmer Seite. Auf der Ulmer Seite Richtung Erbach, Langenau in die Richtung raus. Also man muss schon ein bisschen flexibel dann sein. Haben Sie auch mal verglichen, was ein vergleichbares Haus zum Beispiel in Ulm kosten würde im Vergleich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal vielleicht gerade Langenau, Illertissen, wo liegen da die Differenzen? In Illertissen kostet dort durchschnittlich das Haus um die 3.200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Im Vergleich dazu in der Stadtmitte sind wir bei 4,4. Also man legt da tatsächlich 2.000 Euro mehr für den Quadratmeter Wohnfläche hin. Also ich denke, da sieht man das schon. Blaubeuren wäre auch mit 2,4 nochmal deutlich günstiger. Und auf Neu-Ulmer Seite kann man im Rand vom Neu-Ulmer Stadtgebiet, gerade in den kleineren Gemeinden Hausen, Jedelhausen, Holzschwang, das sind so die in Neu-Ulm, wo man relativ preiswert wohnen kann, ist aber auch sehr ländlich.
Reden wir noch kurz über die Wohnungen. Sie haben ja auch viele Wohnungsbestand. Wie hat sich denn da die Preise entwickelt? Wie sieht es bei den Wohnungen aus? Bei den Wohnungen haben wir die Hotspots tatsächlich auch wieder hier, Söflingen, Innenstadt von Ulm und Eselsberg. Wobei man hier tatsächlich schon sagen muss, dass die Wohnungen in Söflingen teurer gehandelt werden. Das liegt natürlich vielleicht auf den ersten Blick daran, dass wir natürlich immer das Immobilienangebot betrachten. Und so viele Wohnungen in der Ulmer City kommen einfach schlichtweg nicht auf den Markt. Dagegen war der Markt im vergangenen Jahr in Söflingen durchaus in Bewegung. Und es waren einige Objekte auf dem Markt und die wurden natürlich dementsprechend teuer gehandelt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Wohnungen in Nersingen oder Illerkirchberg oder Blaubeuren anschaut, die sind fast 1.000 Euro auf den Quadratmeter günstiger. Das ist aber schon eine Hausnummer. Das ist definitiv eine Hausnummer. Ich denke aber auch da, wenn natürlich jemand zentral wohnen möchte, geht er vermutlich nicht nach Illerkirchberg, auch wenn es 1.000 Euro weniger sind. Aber na klar, wer ist die Zielgruppe? Das muss man natürlich auch immer sehen. Ich denke gerade für eine Familie mit kleinem Kind, die sagen, okay, wir brauchen den Platz und wir müssen ein bisschen weiter rausgehen. Und das ist, denke ich, für die auch völlig in Ordnung. Und ich würde sagen, da spielt Corona eigentlich ein großer Pluspunkt. Die Arbeitgeber haben gelernt, mit Homeoffice umzugehen. Das war sicherlich früher auch nicht gang und gäbe. Und Homeoffice braucht zwar mehr Platz, ich muss aber auch nicht mehr mittels in der Stadt wohnen, um kurze Arbeitswege zu haben. Haben Sie auch eine Empfehlung vielleicht auch für die Kunden, für die Interessenten? Wie soll er sich verhalten? Ein bisschen abwarten oder möglicherweise doch schnell zuschlagen oder jetzt mal die gesamte Entwicklung abwarten? Die Frage kommt ja nicht erst seit diesem Jahr. Die Frage heißt ja schon immer in den vergangenen Jahren, die Preise steigen und steigen. Soll ich warten, bis dieser Umbruch kommt? Bisher kam dieser Umbruch nicht. Ja, wenn man ein Eigentum haben möchte, muss man, glaube ich, irgendwann in den sauren Apfel beißen und sagen, also gut, es kostet jetzt so viel, möchte ich mir das leisten oder möchte ich mir das nicht leisten? Wir sehen, die Preise steigen nicht mehr in zweistellig. Ja, wir sehen nach wie vor, dass die Preise ansteigen. Welche Gründe hat das? Das ist natürlich nach wie vor der Zuwachs, den wir in Ulm und Neu-Ulm haben. Die Nachfrage nach Immobilien ist ungebrochen hoch und das Angebot ist einfach rar. Auch mit den Neubautätigkeiten kommen wir hier in Ulm und Neu-Ulm nicht hinterher. Und da hat Corona sicherlich nichts Gutes dafür getan. Sämtliche Bauprojekte sind durch Corona eher in Stocken gekommen, wurden nicht fertiggestellt, wurden Corona-bedingt immer gesagt, es wird nicht fertig, es wird nicht fertig. Die Nachfrage war nach wie vor da. Also deswegen, wenn man Eigentum besitzen möchte, und so sind wir Schwaben ja, scharfer Häuslebauer, der muss in den sauren Apfel beißen und sagen, so, jetzt ist meine Zeit gekommen, ich möchte die Immobilie haben. Abwarten macht meines Erachtens nicht so viel Sinn. Vielen Dank, Frau Gegele. Sehr gerne. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.